Ja, wie bringt man so einen Holzkohlegrill eigentlich auf die gewünschte Temperatur? Wie reguliert man richtig und wie arbeitet man mit zwei Hitzezonen? Das zeige ich euch mal anhand eines Kugelgrills. Für zwei Hitzezonen ist es wichtig, dass wir auf die eine Seite Holzkohle legen, die direkte Zone, und die andere Seite freilassen, die indirekte Zone. Wir starten mit niedriger Temperatur. Dazu legen wir ein kleines Glutnest mittig in die Kohle. Wenn der Grill eine Temperatur von 100 bis 120 Grad erreicht hat, schließen wir die untere und obere Öffnung zu knapp 3/4. Dadurch haben wir eine geringe Luftströmung und die Holzkohle wird nicht zu heiß. Das Grillgut kommt in den indirekten Bereich und wir schließen den Deckel, damit sich die Temperatur stabil hält. So kann das Grillgut dann langsam auf Temperatur ziehen. Wenn der Grill jetzt zu heiß wird, macht ihr einfach beide Klappen zu. Wenn ihr eine höhere Temperatur braucht, öffnet ihr einfach die untere und obere Klappe etwas weiter, bis ihr die gewünschte Temperatur wieder erreicht habt. Ja, und wenn ihr von niedriger schnell auf hohe Temperatur kommen wollt, zum Beispiel beim Reverse Sear, öffnet unten die Klappe komplett, nehmt den Deckel ganz runter und wartet etwa 10 Minuten, bis die Kohle komplett durchgeglüht und richtig heiß ist. Anschließend könnt ihr die Steaks über maximaler direkter Hitze richtig schön rösten. Ja, wenn ihr noch Fragen zum Thema Grillen habt, nutzt gerne die Funktion in meinem Profil und registriert euch unbedingt für das Live-Event am 14.07.